hat mit Kopfschmerzen angefangen und dann wurde es halt immer schlimmer und schlimmer. Bin so froh, dass wir die haben. Ich hoffe, dass der kleine Nick nicht krank ist. Waren am Wochenende bei Tag der offenen Tür von... Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich hatte jetzt eine einwöchige YouTube-Pause und beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, dann habt ihr auch noch ein anderes Video gesehen. Ein bisschen Pause gemacht. Ich mach mal kurz meinen Kopfhörer hier raus. Ich habe mir gerade ein bisschen was angehört. Ja, es ist jetzt heute Montag, der erste Tag, an dem mein Mann jetzt auf die Arbeit gegangen ist wieder. Er hatte jetzt 3 Wochen Urlaub und gerade jetzt letzte Woche dachte ich, genießen wir die Woche noch komplett als Familie. Und ja, irgendwie dachte ich, ich filme dann nicht. Nicht, weil ich das nicht gerne mache, aber irgendwie wollte ich so komplett einfach nochmal so abschalten. Wisst ihr, und es war wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Genau, und es hat auch noch ein bisschen dazu beigetragen, einfach so ein bisschen auch mal sich auf den Alltag vorzubereiten. Heute ist der erste Tag, wo unser normaler Alltag, sag ich mal, beginnt. Und ich war sehr gespannt, wie die Woche anfängt, weil, ja, ich stelle euch mal hier ab und rede ein bisschen mit euch. So, ich habe nämlich hier ein bisschen Wäsche von unten hochgeholt und ich dachte, ich verräume das jetzt hier parallel. Also gestern hatte ich extrem Migräne. Hat mit Kopfschmerzen angefangen. Und dann wurde es halt immer schlimmer und schlimmer und gegen Abend war es dann halt ganz schlimm. Also ich konnte teilweise so meine Augen gar nicht richtig aufhalten, Geräusche waren haben so im Kopf, ich weiß nicht, gehämmert irgendwie. Ja, und ich habe dann, wenn ich Migräne habe, ich habe so eine Übelkeit, ich muss nicht spucken, aber es ist so das Gefühl, das müsste man sich übergeben. Und ich habe extrem dann hier wie so Halsschmerzen. Also so, als wären meine Mandeln so geschwollen. Und Druck auf den Ohren. Also auch wie so Ohrenschmerzen. Und das hat kurz nach der Geburt angefangen. Und das erste Mal dachte ich, dass es einfach davon kommt, dass ich müde bin. Ich ja die ersten Nächte wenig geschlafen habe, auch die Geburt war ja in der Nacht und ja, dann hatte ich halt mehrere Nächte wenig geschlafen und deshalb dachte ich, dass es eben wieder wegen der Müdigkeit da ist. Aber es wurde halt nicht besser und ich habe fast täglich Kopfschmerzen und oft halt auch diese Migräneanfälle. Und ja, und gestern habe ich dann gedacht, ich google das mal, weil ich das bei Mike auch hatte. Also ich hatte das ungefähr knapp über ein halbes Jahr lang bei Mike, dass ich diese starken Kopfschmerzen hatte und Migräneattacken. Und dann dachte ich, gucke ich mal, weil kann ja jetzt irgendwie nicht ein Zufall sein, dass es jetzt direkt nach der Geburt auch wieder losgeht, weil ich normalerweise gar keine Kopfschmerzen als habe. Also wirklich. Eigentlich nie, kann man sagen. Also es ist so, so, so selten. Vielleicht einmal im Jahr, dass ich Kopfschmerzen habe. Und Migräne eigentlich überhaupt nicht. Das kannte ich davor gar nicht. Und genau. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann gegoogelt. Und ja, tatsächlich ist das gar kein Zufall. Weil anscheinend gibt es so ein Hormon, das Migräne auslöst. Und dieses Hormon... wird produziert oder ist verstärkt, wie soll ich sagen, also wenn man stillt, ne? Also nach der Geburt, wenn man dann anfängt zu stillen und die Brust diese Milch
produziert, braucht sie dieses Hormon. Und das Hormon ist dann halt eben mehrfach vermehrt da, keine Ahnung. Und das kann diese Migräne verursachen. Und es wird meistens so nach einem halben Jahr besser. Bei mir war es auch so ungefähr nach einem halben Jahr, weil man dann mit der Beikost beginnt und man automatisch weniger stillt. Ja, deshalb kann es sein, dass ich jetzt wieder ein halbes Jahr lang Probleme haben werde mit den Kopfschmerzen und den Migräneattacken. So, ich habe ja gerade die Wäsche verräumt. Morgens mache ich hier auch immer den Wickeltisch nochmal zurecht, ne? Mache dann die Dreckwäsche, die ich am Abend habe, in die Wäsche und so. Ja, einfach so fertig für den Tag. Ich habe hier immer so ein Tuch, das ist von der Hebamme. Da legt sie Nick dann als rein. Das ist wie so eine Tasche. Und zum Wiegen halt, ne? Das bleibt einfach hier, solange die Hebamme noch zu uns kommt. Das liegt immer hier. Hier habe ich die Pflegeprodukte. Genau, Wickeltisch, Wasser. Also warmes Wasser ist viel besser zum Wickeln wie diese Feuchttücher. Die sind nämlich so kalt, weil man, ja, wenn man so guckt, ich habe jetzt hier Zimmertemperatur 21 Grad. Und ja, dementsprechend sind auch die Feuchttücher 21 Grad. Und dann ist das halt mit so warmem Wasser viel angenehmer. Ja, genau. Ich merke, dass wenn ich die Tücher nehme, dann zuckt da auch so zusammen. Deshalb lieber warmes Wasser. Und genau, so sieht es bei uns aktuell aus. Ich dachte, ich zeige euch kurz nochmal das Zimmer. Wenn Nick liegt, alleine liegt, dann liegt er höchstens hier in der Federwiege. Ich bin so froh, dass wir die haben. Die haben wir damals bei Mike gekauft und die ist einfach Gold wert. War schon damals Gold wert und jetzt, ja, zahlt sie sich wieder mal extrem aus, weil Nick ein Tragebaby ist. Also er ist jetzt auch bei mir im Tragetuch und er ist einfach sehr anhänglich, möchte immer bei uns sein, am meisten, also am liebsten bei mir. Wobei mittlerweile klappt es auch bei meinem Mann ganz gut, aber am Anfang konnte mein Mann ihn nicht mal beruhigen. Er wollte einfach ständig an die Brust und entweder trinken oder nuckeln. Er nimmt den Schnuller auch nicht und ja, lässt sich halt so am meisten beruhigen. Genau, sonst ist er jetzt eigentlich ruhig. Er war am Anfang eher ein bisschen unruhig, aber mittlerweile ist er ruhig. Aber möchte halt sehr nah bei einem sein, ne? Entweder im Tragetuch oder wenn wir halt, wenn ich schlafe, dann auch nur bei mir auf dem Arm. Er lässt sich nicht ablegen. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie irgendwann mal noch bald hin, dass ich ihn ins Beistellbett legen kann. Aber aktuell geht das nicht. Also ja, ich wollte eigentlich nie mit einem Baby im Bett schlafen. Ich finde das einfach unheimlich gefährlich. Gerade wenn man im Tiefschlaf ist und so. Aber ich kann ihn tatsächlich nicht weglegen. Und dadurch schlafe ich natürlich sehr, sehr unruhig. Guck, dass ich drumherum keine Decken oder so habe. Dass er nichts über die Nase bekommt oder so. Und ja, aber man schläft dann halt sehr unruhig selber. Und ja, deshalb wäre es mir schon recht, wenn wir das irgendwie noch hinbekommen. Aber sonst, ja, sonst ist er mittlerweile sehr ruhig geworden, sofern er halt einfach bei einem ist. Und ja, mit der Federwiege ist es so, dass wenn er mal an Leine liegt, dann da drin. Er kriegt dann einfach so einen Schlafsack an und dann lege ich ihn rein. Dann kann man hier vorne so zuknöpfen und dann ja, er kann ja auch sich nicht drehen oder nach vorne bücken oder sonst was. Also da liegt er sicher drin, da passiert nichts. Ja, ansonsten hat sich hier nichts verändert an dem Zimmer. Das Bettchen, das ist auch total unbenutzt aktuell. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch. Aber aktuell möchte er nicht alleine liegen. Wir haben es 8:30. Es ist immer noch sehr dunkel draußen und es regnet. Deshalb habe ich den Rollladen noch unten. Ich werde jetzt die Betten machen. Genau. Mike hat heute bei uns geschlafen. Da werde ich nur das Kissen rüberholen und die Tagesdecke ein bisschen zurecht machen. Ja, der kleine Mann, beziehungsweise der große. Große Bruder, das war nämlich die zweite Sache, wo ich heute Bedenken hatte, wie die Woche startet. Ja, der Große, der ist erkältet. Er hatte auch leichtes Fieber heute Nacht.
gestern Abend. War gestern sehr schläfrig, tagsüber auch eingeschlafen auf dem Sofa, lange geschlafen und trotzdem abends sehr früh eingeschlafen. Und deshalb habe ich gesagt, er soll bei uns schlafen, damit ich einfach sein Fieber beobachten kann. Ich hoffe, dass der kleine Nick nicht krank wird. Ich gucke, so gut es geht, dass die Abstand zueinander haben. Aber ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt mal gucken. Heute Nacht hat es ganz gut geklappt, wenn er doch nachts, also er war eher bei meinem Mann, Mike halt, ne? Und wenn das doch irgendwie, wenn er doch nachts öfter zu mir kommen würde, dann würden wir das so machen, dass er mit meinem Mann entweder im Wohnzimmer schläft oder so. Oder ich schlafe mit Nick im Wohnzimmer, dass wir da ein bisschen mehr Abstand halten können. Genau, aber heute hat es jetzt doch trotzdem ganz gut funktioniert. Ich bin um, wie viel Uhr war das? Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, genau. Ich habe nämlich schon wieder einen Plan geschrieben, wie so mein Tag ablaufen wird mit einem Kind und mit noch einem zusätzlichen Kind, also 3 Kinder. Genau, also ich glaube, mit so einem Plan funktioniert das einfach viel besser. Und da sieht man schon beim Schreiben, was man denn so am Tag alles ja, zu tun hat, ne? Und da habe ich einfach schon gemerkt, dass ich viel früher aufstehen muss. Also meist bin ich immer so um 6 aufgestanden, habe mich eine halbe Stunde fertig gemacht und ja, dann alles andere. Und habe dann aber beim Planschreiben gemerkt, dass ich früher aufstehen muss, wenn ich möchte, dass ich morgens fertig gerichtet bin. Und das ist mir halt wichtig, dass ich ja, mich wohlfühle und so dann halt in den Tag starte. Das motiviert mich einfach und gibt mir irgendwie so Flexibilität. Auf jeden Fall 5 Uhr aufstehen, weil ich muss Nick umziehen, stillen und dann, bis ich ihn quasi wieder in den Schlaf gebracht habe, weil dann möchte ich ihn schon in die Wiege legen oder irgendwo, dass ich mich eine halbe Stunde alleine fertig machen kann, weil es ist halt nicht so angenehm, wenn er hat an mir dran ist und ich mich dann schminke, geht auch, aber umziehen geht nicht, wenn er bei mir ist. Deshalb habe ich mir da eine Stunde eingeplant und es hat heute ganz gut funktioniert mit dieser einen Stunde. Er war sogar früher fertig, aber damit kann man halt auch nicht rechnen, dass es immer früher klappt. Deshalb, ja, halt um 5 Uhr aufstehen, Nick stillen, anziehen und schlafen legen und dann mache ich mich fertig eine halbe Stunde und dann die beiden Großen anziehen, Zähne putzen und dann Frühstück, Lunchbox etc. und alles andere. Dann muss ich ja Nick wieder stillen und dann Sophie in den Kindergarten bringen. Heute hat mein Mann Sophie in den Kindergarten gebracht, weil Mike ja krank ist und ich ihn jetzt nicht unbedingt zweimal dahin schleppen möchte. Heute Nachmittag, ja, wenn ich Sophie dann abhole, dann müssen wir ja hin gemeinsam. Wie ihr merkt, es gibt ganz schön viel zu erzählen und zu berichten. Und ja, aber aktuell funktioniert es ganz gut. Jetzt muss ich Betten machen, dann mache ich Wäsche und Küche und so. Ja, aber ihr seht ja, er ist ruhig, sofern er bei mir ist. Nachher versuche ich ihn nochmal hinzulegen. Wenn er jetzt dann wach wird, dann stille ich ihn und versuche ich ihn nochmal in die Wiege zu legen. Ich denke, es ist auch besser vielleicht für den Rücken, wenn man immer wieder mal auch liegt und nicht nur im Tragetuch ist. We'll be right back.
So, ich habe gerade die Küche aufgeräumt. Jetzt gehe ich kurz nach unten und tue noch ein bisschen bügeln. Ich habe ein bisschen Bügelwäsche. Und dann werde ich mit dem Mike ein bisschen... Ja. Und dann werde ich mit dem Mike nach oben gehen, ein bisschen spielen und so. Es ist jetzt 9 Uhr. Und genau, er darf jetzt ein bisschen Fernseher gucken. Wenn er möchte, kann er auch nach oben gehen, alleine noch ein bisschen spielen. Werde ich ihn gleich fragen. Aber dadurch, willst du spielen? Okay, dann machst du den Fernseher aus. Dann kannst du ein bisschen hochgehen oder du kannst mit mir runtergehen. Ich muss noch ein bisschen bügeln. Kannst auch unten ein bisschen spielen. Gehen wir jetzt nach unten und bügeln. Und ich wollte euch zeigen, Sophie war spielen. Spielen! Möchtest du von oben ein Spiel runterholen? Ich möchte nämlich... Ich wollte euch kurz dieses Blatt zeigen. Das wollte ich nämlich bei Sophie in die Erinnerungskiste packen. Ja, und zwar dieses Blatt, das ist aus Pappe. Das hat Sophie mit so... ich weiß nicht, ob man es sehen kann, fokussiert gerade nicht, mit so einer Nadel quasi so ausgestochen. Da war sie sehr geduldig und hat das ganz alleine gemacht. Sie hat das richtig, richtig toll gemacht. Habe ich schon erzählt, wo? Ganz Zeit unterbrochen, deshalb, wir waren am Wochenende bei Tag der offenen Tür von ihrer höchstwahrscheinlich zukünftigen Schule und wir waren das erste Mal dort, also wir waren selber noch nie dort. Mein Mann war bei einer anderen Schule früher und ich komme hier gar nicht aus dieser Region und wir waren total begeistert, wir fanden die Schule richtig toll, wir waren überrascht, wie groß sie doch ist und ja, als Erinnerung wollte ich das in ihre Erinnerungsbox packen. Ich schreibe da jetzt kurz noch was drauf, dass das quasi das erste Mal war, als sie dort bei dieser Schule war und dachte, genau, mach das als Erinnerung in ihre Box. Ich habe mir gerade was zum Essen gemacht, habe schon angefangen und so habe ich hier einfach so eine vegane Bratwurst, Zucchini, Tomate, Nudeln, ja, ein bisschen Knoblauch reingemacht und Schnittlauch. Das esse ich gerade. Mike ist gerade wieder eingeschlafen, vorhin, nicht gerade eben, sondern vorhin. Wir sind hochgegangen, habe erst wollte er spielen und dann wollte er doch nicht spielen. Dann habe ich gefragt, ob er Bücher gucken möchte und ja, wollte er. Und dann habe ich gefragt, ob wir uns vielleicht ins Bett legen möchten sollen und wollte aber nicht. Und dann waren wir auf dem Boden einfach und haben Bücher angeguckt, beziehungsweise ich habe ihm vorgelesen und er ist dann eingeschlafen. Ja, ihm geht es nicht so gut. Genau, eigentlich hätten wir heute Nachmittag noch Turnen, aber das lasse ich ausfallen. Ich hätte theoretisch Sophie schon hinbringen können, aber dann ja, müsste ich ihn dann halt mitschleppen und wir müssten ja dort auch warten und ja, das tue ich ihm nicht an. Ja, ansonsten wird heute nicht mehr so viel passieren. Werde mich heute Nachmittag einfach um die Kinder kümmern. Rausgehen werden wir auch nicht. Es regnet. Genau. Aber ich habe euch ja ganz viel Neues erzählt, wie es bei uns aktuell hier geht. Und ja, deshalb denke ich, das reicht für heute. Schön, dass ihr auf jeden Fall da wart. Lasst mir gerne ein Like, Kommentar oder ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!